Der Profi setzt ein Objektiv der Spitzenklasse auf die Kamera. Die Optik sorgt dafür, dass er im Sucher genau sieht, was später auf dem Foto sein wird. Daneben knipst der Hobbyfotograf einfach mit seinem Handy. Beiden gemeinsam ist, dass die Objektive groß und klein von Feinoptikern hergestellt werden. Feinoptiker fertigen optische Bauelemente wie Linsen oder Prismen für Kameras oder auch für Fernrohre oder Mikroskope. Zum Beispiel bei Zeiss in Oberkochen in Baden-Württemberg. Daniel Feierer, Auszubildender im zweiten Lehrjahr, sieht einer Fischerin bei der Arbeit zu. Fischerinnen sind die Mitarbeiterinnen, die auch das allerletzte Staubkorn entfernen. Und dann gucke ich nach Sauberkeit. Von beiden Seiten. Da darf gar nichts drauf sein, kein Staub, gar nichts. Und dann von der anderen Seite. Vor dieser Station im sogenannten Reinraum liegt die Arbeit des Feinoptikers. Linsen schleifen und polieren im tausendstel Millimeterbereich. Die Optik verträgt keine Ungenauigkeiten. Hamdi Kantürk poliert und poliert in der Lehrwerkstatt hunderte von Linsen, bis jeder Handgriff sitzt. Mit einem exakt festgelegten Druck, über ein Gewicht fixiert, fährt die Polierscheibe stundenlang übers Glas. Später versieht die Linse ihren Dienst zum Beispiel in einer Lupe oder zusammenmontiert mit weiteren in einem Fernglas. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten. Und erwärmen den Tragkörper zunächst mal mit dem Bunsenbrenner. Ausbilder Peter Reuß zeigt Daniel, wie die Linse zur Bearbeitung auf einen Tragkörper gekittet wird. Nehmen wir die Linse, die leicht warm ist, und legt die auf den Tragkörper mittig auf. In Sekundenschnelle härtet der Kit aus, der später einfach wieder erhitzt und beseitigt werden kann. Bis dahin ist die Linse fixiert und kann poliert werden. Klebeband drum, fertig. Das verhindert dann, dass das Poliermittel auf die Rückfläche läuft beim Polieren. Und dann geht es weiter, stundenlang. Die Arbeit versehen auch später in der Produktion Maschinen. Programmieren muss sie allerdings der Feinoptiker. Ausbilderin Sandra Lang bereitet am Interferometer die Kontrollmessung für die polierten Linsen vor. Sie stellt das Gerät auf eine Linse ein, die als Vorgabe dient. Danach müssen alle polierten Linsen die gleiche Lichtbrechung aufweisen wie diese Vorbildlinse. Auf Striche eingestellt und jetzt tust du das Probeglas runter und legst dein Glas auf. Hamdi kommt mit der ersten polierten Linse, die vermessen werden muss. Ein Tausendstel Millimeter ist entscheidend. Dieser sogenannte Mikrometer wird auch Mü genannt. Feinoptiker müssen eine ruhige Hand haben und eine gewisse Vorliebe haben für die Optik. Ein bestimmter Schulabschluss ist nicht vorgeschrieben. Hauptschule und Quali sollte man aber mitbringen. Also als erstes brauche ich gute Noten in Mathematik und Physik. Dann Fingerfertigkeit, Geduld, wie wir gesehen haben. Und handwerkliches Geschick. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Technisches Verständnis, Kenntnisse in Mathematik und Physik, handwerkliches Geschick, Präzision. Die Ausbildung zum Feinoptiker dauert 3,5 Jahre. Die Ausbildungsvergütung liegt im Durchschnitt handwerklicher Berufe, genau wie die späteren Verdienstmöglichkeiten. Ausbildungsleiter Volker Tumm weist aber darauf hin, dass es nicht in allen Regionen Deutschlands geeignete Unternehmen gibt, die Arbeitsplätze anbieten. Deswegen denke ich, haben wir auch eine große Verpflichtung, sehr bedarfsorientiert Feinoptiker auszubilden, die eben hinterher im Unternehmen beschäftigt werden können. Und wer hier dann irgendwann Tendenzen zeigt, wechseln zu wollen, der weiß, dass er dann in einer anderen Region oder in ein anderes Unternehmen anderswo tätig sein wird, aber nicht regional. Natascha Kleebauer ist seit 4 Jahren Feinoptikerin. Sie will mit Daniel sogenannte Dachkantprismen schleifen, die zum Beispiel in Spiegelreflexkameras zum Einsatz kommen. Wir haben jetzt hier die Dachkantprismen. Die sind an Parallelstreifen angesprengt. Du nimmst sie am besten mit beiden Händen, weil die Streifen sind hier scharf, dass wir die Schale nicht kaputt machen.
Eine Stunde lang werden die Prismen über einen sich drehenden Schleifstein geschoben. Nichts darf wackeln. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's unter www.ichmachs.com. Kannst du mal die anderen versuchen? Nach der Ausbildung ist der Feinoptiker für Tätigkeiten im gesamten Fertigungsprozess qualifiziert. Daniel ist bereits mit großer Begeisterung bei der Sache. Gucken Passe und die Winkel mal an. Bei mir war es so, dass ich mich in der Schule im Physikunterricht schon sehr für das Thema Optik interessiert habe. Dann habe ich mich natürlich im Internet umgeschaut, welcher Beruf Optik anbietet. Dann war es so, dass Augenoptiker aber mehr das Kaufmännische ist. Da habe ich mir gedacht, okay, habe ich weitergesucht und dann fand ich Feinoptiker. Da habe ich mir gedacht, das ist es. Die Ausbildungsinhalte: optische Bauelemente fertigen, messen und prüfen, Linsen reinigen und veredeln, Fertigungsmaschinen einrichten. Bitte den Mund ganz weit öffnen. Zahnarztbesuch, jeder kennt das. Die Patientin hat ein Loch im Zahn und soll eine Füllung bekommen. Mit einer Spezialkamera fotografiert der Arzt die Zahnreihe und den Kieferbereich. Ein Programm errechnet daraus ein dreidimensionales Kiefermodell, das dem Zahntechniker als Vorlage dient, ganz ohne lästigen Abdruck. Jetzt lassen wir den Computer mal einen Vorschlag machen, wie das dann später ausschauen soll mit dem Keramik-Inlay. Bei dieser Mundkamera kommen sogenannte Umlenkprismen zum Einsatz, angefertigt bei der Firma Key Optik in Regen im Bayerischen Wald. Wiederum in einem Reihenraum, in den kein Stäubchen fällt, setzen Mitarbeiter solche Spezialinstrumente zusammen. Feinoptische Maßarbeit im medizinischen Bereich. Von Operationsinstrumenten bis zu eben solchen Zahnarztkamerasystemen. Und alles fängt hier in der Lehrwerkstatt an. Prismen schleifen und immer wieder kontrollieren, ob die Winkel stimmen und die Flächen plan sind. Dann geht es weiter, mühsam, aber notwendig, um ein Gefühl für das präzise Handwerk zu bekommen. Also, die Frontlinde hat eine besondere Vergütung drauf. Ausbildungsleiter Josef Eiter weiß, dass es ohne Theorie nicht geht. Der Feinoptiker muss alle Linsentypen im Schlaf herbeten können. Ramona, was haben wir da für Linsentypen drin? Blau-konvex. Blau-konvex. Wie nennt man jetzt den Linsentypen? Bikonkav. Super. Optik ist die Lehre vom Sichtbaren. Wie bündelt oder streut man Lichtstrahlen mit Hilfe von Linsen? Das Gicklid nennt man wie, Simon? Also Achromat. Und für welche Fehlerbehebung ist das? Also der Achromat ist dazu da, dass der Farbfehler in einem Objektiv gemindert wird. Bei uns ist es so, dass jedes Glas spezifische Eigenschaften hat, die der Feinoptiker kennen muss. Also das heißt, von der Lichtbrechung bis zur Dispersion, wo spezifische Ausdrücke haben, die der Feinoptiker kennt und weiß, was das Glas dann für Eigenschaften mit sich bringt. Der Schleifwinkel einer Maschine muss eingestellt werden. Auch hier dient eine Linse als Vorlage. Azubi Simon notiert die Daten und rechnet. Zu Übungszwecken ist es kein programmierbarer Apparat. Eine alte Maschine tut es auch. Zur späteren Kontrolle des neuen Werkstückes eicht Simon das Prüfinstrument auf die Krümmung der Referenzlinse. Es ist soweit. Der Schleifautomat hat seine Arbeit getan. Wenn Simon den Schleifwinkel richtig berechnet hat, müsste auch auf dem neu entstandenen Stück der Zeiger des Messinstruments wieder genau Null anzeigen. Aufgabe erfüllt. Also der Beruf, der ist wahnsinnig abwechslungsreich. Man hat im
viele verschiedene Glassorten und Linsenformen. Und es ist eigentlich keine Linsen wie die anderen. Und das macht eigentlich den Beruf so interessant, weil so viele verschiedene Sachen mit einspringen. Julia Steinbauer hat im vierten Lehrjahr bereits alle Abteilungen durchlaufen. Hier schneidet sie einen Glasblock in kleine Portionen. Eine Schutzbrille hilft gegen Spritzer, der Handschuh gibt einen festen Griff. Solche Blöcke lassen sich die Betriebe anliefern. Erst damit beginnt die Arbeit des Feinoptikers. Aus den zugeschnittenen Blöcken werden wiederum optische Linsen. Bei aller Automatisierung bleiben dem Feinoptiker also immer noch viele Handgriffe, die er in seinem Job beherrschen muss. Kann man auf die nächste Seite schauen. Da befinden sich die ganzen Polierparameter wie Zeit, Bewegung. Die Produktion läuft 24 Stunden am Tag mit vielen automatisierten Schritten. Meisterin Birgit Ertl hat das Know-how zum Programmieren der Maschinen. Sie gibt ihr Wissen an den Nachwuchs weiter. Millimetergenaue Ausbildung in der Produktion. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's unter www.ichmachs.com. Jetzt messen wir mit dem Probeglas, ob die Linse in Toleranz ist. Und je runder die Interferenzringe sind, desto genauer stimmt die Linse. Die negativen Seiten: Schichtdienste, Kontakt mit Schleif- und Poliermitteln. Zahlreiche Augenoptiker bestellen die Brillen für ihre Kunden gleich direkt beim feinoptischen Großbetrieb. Also werden bei Zeiss in Baden-Württemberg Gläser für Brillenfassungen bearbeitet. In der Vorbereitung aufs Einschleifen markiert Azubi Caroline Klopfer die Achse des Glases. Das Glas muss nämlich später genau richtig herum in der Brille sitzen, sonst korrigiert es die Fehlsichtigkeit nicht hundertprozentig. Aufgrund dieser Markierungen kann Feinoptikerin Rebecca Polocek das Glas für den Schleifautomaten vorbereiten. Der sogenannte Brechwert des Glases, also die Stärke, wird in Dioptrien gemessen. Das macht Spaß, da wir auch sehen, dass wir zu viele Kunden haben und es manchmal ziemlich viele hohe Dioptrien gibt, also dass der Kunde ohne Brille überhaupt nichts sieht. Also es macht Spaß, Leuten damit zu helfen, also besser sehen zu können. Im Schleifautomaten wird das Glas schließlich aufgrund der exakten Programmierung in Form gebracht. Caroline wärmt die Kunststofffassung in einem speziellen Heizlüfter an. Dadurch wird die Brille ein wenig formbar. Das hilft, wenn sie schließlich mit sanftem Druck das Glas einpasst. Fertig ist die neue Brille. Karrieremöglichkeiten: Feinoptikermeister, Industriemeister, Techniker Feinwerktechnik, Studium zum Diplom-Ingenieur. Julia und Simon an der optischen Bank. Hier wird ausschließlich geprüft. Jede Linse aus der Produktion wird nachvermessen. Stimmt der Schliff? Ist die Fläche regelmäßig? Es geht wieder mal um den tausendstel Millimeter. Gigantische Pressluftstoßdämpfer gleichen jede Erschütterung aus. Die Messungen sind exakt. Feinoptiker arbeiten relativ selbstständig. Neben den für alle Berufe geltenden Anforderungen wie Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft müssen sie vor allem eine besondere Portion Sorgfalt und Präzision mitbringen. Julia mag die Aufgaben, vor die sie gestellt wird. Ja, weil ich kann handwerklich etwas machen, aber es ist doch ziemlich genau, weil jetzt mit einem Schreiner, der arbeitet doch im Zentimeterbereich und ich im Mühbereich. Das ist schon super. Fernrohre, Mikroskope, Projektoren, medizinische Diagnostikgeräte, Astroobjektive, überall ist Feinoptik drin. Der Beruf hat Zukunft.